Wollen wir die nochmal treffen? Ja, versuchen wir es nochmal. Also jetzt zur Erklärung, der Eugen ist jetzt von unseren TS für 2 Stunden gebannt. Warte. Ja, also fast 3 Stunden. Ja, fast 3 Stunden. Weil wir den Server-Admin davon getötet haben, gerade. Der gerade auch in den Kosseln fest reinkommen ist, dann rumgeheult hat. Sie aufgeregt hat und dann wieder abgehauen ist. Ja. Egal, wenn ich Jan das sage, dann entfernt er mich schon wieder und ich bin wieder Server-Admin. Ganz im Ernst, Yannick kann erst nicht spielen. Ich glaube, er war sogar noch online, als ich in die Nacht geschrieben habe. Ich glaube, ich war sogar noch online. Ich meine er. Ich weiß es nicht. Weil ich konnte als unter Textzeichen sieht man ja, wer online ist. Und er war da als erster Name da. Und habe ich auch die Polizei gesendet, wer mitmacht und was wir machen. Hab doch erst einmal voll flamen. Oh, ja, jetzt ist gebannt. Wir haben keine Schuld, also wir haben gesagt, dass wir jetzt Krieg führen. Ja. Sie haben damit rechnen müssen, damit dass wir es aber knallen. Ja. Wie waren die davor? Mit dem Striker. Ja, da war irgendwann einer. Kann der auch schießen, der Striker? Nee, der Striker nicht. Aber wenn es ein Hunter wäre, dann ja. Haben die überhaupt einen Hunter? Carsten kannst du einen kaufen. Ah, das kennen ja die SAK-Beamten da. SAK, genau. SAK. Weil der hat gerade gehupt. Was? Oder hat er gerade keine? Oder. Nix gehört. Okay, dann war es glaube ich nur ein Bug oder sowas. Ich dachte, ich habe einen Hupen gehört. Ah, jetzt kommen in die Innen. Ah. Was ist los? Na, ich habe immer noch so in der Bildschirm geschaut und jetzt weiß ich, wie man richtig reinkommt. Aber da habe ich kein Ding. Das war ein Rechtsklick. Ja, da habe ich kein Wärmebild. Das ist das Problem. Da steht wer. Ja, klar, du musst. Da steht wer. Wo? Achso, ist das der Heli-Verkäufer? Ja, das ist der Heli-Verkäufer. Achso. Nee, das ist der Luft. Ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Service. Da ist auch noch einer, sollte der Heli-Verkäufer sein. Ja, das ist der Heli-Verkäufer. Ich bin so voll lustig, als ich versucht habe, Yannick zu überfahren, bin ich fast umgekippt. Ich hab die irgendwie gar nicht getroffen, voll strange. Ja, muss man von der Kanone aus schießen. Ist, glaube ich, ein bisschen noch etwas zielsicherer. Also mit Rechtsklick meinst. Ja, genau, dass du von der Waffe eben guckst. Mal sehen, wo die sind. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind schon weg. Warte mal, auf der Karte kann ich noch sie vielleicht sehen. Weil ich konnte sie einfach durch die Wand sehen. Und das geht ja immer nur, wenn die auch auf der Karte drauf sind. Nee, sehe ich nicht. Da muss man mal ein bisschen durchsuchen. Ich glaube, die sind nicht mehr da. Ja, also, doch, die haben uns davor noch gesucht und fast gefunden, als du kurz AFK warst. Ah ja, da sind sie vorbeigesprungen, ja. Das habe ich ja noch gesehen. Ja, genau, da sind auch kurz noch die Rauchwolke auch. Also, diese, wenn man auf den Sand fährt, diese Wolke da. Hm. Aber ich glaube, die sind. Da sind die links von uns, schießt er um! Was druck drauf? Du hast da getötet! Ich schau! Was? Der ist ja bei dir, oder? Oder hab ich jemanden befahren? Na, ich glaub die Kills kriegst nur immer du. Ach, heißt auch, komm, schieß drauf! Wo ist er? Was ist das für ein Striker? Komm, schieß drauf! Ich drauf, hab ich weiter. Weil er geht langsam kaputt. Server Group revoked. Warte mal kurz. Buddy disconnected from your channel. Nee, der explodiert doch nicht. Schieß nochmal drauf. Der Yannick war gerade wieder bei mir. Das
sie wieder getötet. Oh, das ist so hammer. Das also ist der so Janik, hammer. Der kommt jetzt sicher zu dir. Ja, wie denn? Der Jan hat mich schon angestupst, warum der Eugen gebannt worden ist. Oh, fuck, oh, Alter. Das ist so hammer. Er ist direkt gespawnt und auf einmal ist er explodiert. Alter. Janik hat nichts drauf. Oh, ach du Scheiße, Alter. Oh, fuck. Wie viel Sass hast du noch? Hä? 108. Wie viel und nachladen? Nix mehr. Ah, scheiße. Da müssen wir mal wieder zum Rebellen-Außenposten fahren. Ja, Alter, ich glaub da jetzt keinen neuen HMG, Alter. Nein, HMG. Ich glaub, da kannst du Munition nachladen dort. Ja? Ich glaub. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, okay, dann fahren wir mal zum Nord, oder? Ist es in der Rebellenzone, in der Rebellenzone sind wir sicher. Ja, dann fahr los. Da müssen okay. Das ist ja nicht so weit. Nee. Ja, 7,2 Kilometer. Ja, aber da ist immer der Schranken, der ist glaube ich zu. Was? Ja, das ist egal, müssen wir manuell öffnen. Dann geh ich kurz raus und dann geht das klar. Weil das können wir gar nicht dafür gebannt werden, wir haben wirklich alles nach den Regeln gemacht. Ja, wir haben sie vorgewarnt, also von dem her. Oh, guck mal, da kommt ein neuer Bullo online. Ich glaube, die rufen jetzt alle. Die Jagd beginnt. Ach komm schon, das ist doch Bullshit. Jetzt kann sie auch deinen Strider beschlagnahmen. Ich dachte, der geht jetzt weg. Wir können nochmal zurückfahren. Na, lass das lieber. Ja, okay. Gehen wir in die Rebellenzone, da sind wir sicher. Ja. Erstmal sicher. Muss ja nachkommen und vielleicht nachladen können. Wenn ja, dann wäre es ganz gut, dann können wir nochmal hier reinfahren, hinfahren. Ja, aber wir müssen schauen, wie viel Uhr es ist. Wie meinst du das? Ja, um 8 wieder Restart. Ach so, ja, scheiß die Wand dann. Ja, eine halbe Stunde, Ja, aber, der Wagen, der ist in deiner Garage, oder? Nee, den habe ich nur gemietet. Man kann ihn nicht dauerhaft kaufen, naja. Verdammt. Ja, dann müssen wir halt wieder hinfahren, ist ja wurscht. Ja, nee, ich muss ein bisschen fahren. Weil ich habe nur 1,2 Millionen nochmal dafür in Bade zu kaufen. Ja, dann nee. gehen wir Koks oder Gold. Lass lieber Gold. Ja, ist legal. Weißt du, wie das enden wird? Ich komme online, bin nicht mehr gesucht. Was ist? Ich sehe Janik, das hieß nicht. Betten? Betten? Ich glaube, dass das auch so wird. Aber dann. Oder uns beiden, besser gesagt. Ja. Ja, er weiß nicht, dass ich das bin. Nee? Es ist immer nur dort gestanden, dass du sie umgebracht hast. Ah, läuft. Also, ich wusste nicht, dass wir eine fette Wanted-Liste haben, also. Drei Morde. Ja. Dann illegale Waffenbesitz. Illegaler Autobesitz. Dann noch. Nee, Schießen habe ich ja nicht gemacht. Das warst du ja. Alter, ohne Scheiß müssen die. Keine Ahnung, wie viel bezahlen, aber sehr viel. Na, allein 300.000 für die ganzen Morde. Ja, Events die erwischen, aber bis zum Server Restart? Ja, bis zum Server Restart können wir jetzt ja auch in der Rebellenzone aufbehalten, aber. Ja. Das wäre ein bisschen langweilig. Ausloggen. Ja, nee, das wäre. Obwohl, da kein Combat Logging. Weil die sehen uns ja nicht, also die haben uns ja nicht gefunden. Ja, sie finden uns ja nicht und. Ja, schauen wir mal, ob wir Munition überhaupt nachladen können. Weil, wenn das wirklich ginge, wäre es Hammer. Wieso geht es zum Dings-Channel? Ja, das, ich hab nur kurz was versucht. Achso. Muss gerade nachgucken, wie wir fahren. Ja, okay, das ist. Wir können mal damit auch mal Koks machen oder so eine Scheiße. Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Aber mit dem. Oh, fuck! Lol, was ist das? Ah, ne, das ist keine Dings. Ah, ne, der Lagerraum des Fahrzeugs wird gerade von einem anderen Person genutzt. Pop. Fuck. Ey, soll ich dir was Lustiges zeigen? Was? What the? Was war nein, das? Ja, guck mal nach hinten. Geil, Alter. So können wir es ablenken, Anu. Ja, klar.
Da habe ich auch schon mal jemanden verloren. War ich behindert. Der hat mich so angeschossen, er kam mit so einem HMG, Ilfrit an, mach mal kurz Smoke, ich will da reingehen, aber war er weg. Einfach so weg. Okay, langsam wird's echt Tag, wir müssen uns echt beilen. Weil dann können sie uns mit dem Helikopter suchen. Ja, eben. Ah ja, und mein Admin und mein VIP ist jetzt weg, gell? Ja, guck, der wusste doch, dass du das warst. Mhm. Ja, er rechnet damit, dass ich dabei war, dass ich geschossen habe, weil es müssen ja zwei sein. Mhm. Aber du, schon beide aber du hast die ganzen Kills gekriegt. Ja, läuft doch. Naja, leider. Also. Egal. Meine KD ist gut. So wie deine. Ja. Solange noch die KD gut ist, ist alles okay. Alter, wenn du das an Steve erzählst. Alter, das ist Hammer. Du musst halt überlegen, ja, wir müssen hier fahren. Aber warte mal, ich hab eine bessere Idee. Fahren wir einfach gerade durch. Ja, fällt weniger auf. Ja. Wir sind ja schon so getarnt. Wenn wir jetzt über Gras fahren, ist das schon ein bisschen besser, als wenn wir über Asphalt fahren. Jo. Nein, eigentlich nicht, weil sie sind trotzdem, aber egal. Besser als wir auf der Straße, weil da finden sie uns nur eher. Ja, okay, hast recht. Was glaubst du, wann denken sie, dass wir zur Rebellenzone fahren? Brauchen sie, glaube ich, nur Zeit. Was, wie geil, wenn wir das nachladen, nachkunden. Aber nur eine Frage, wie willst du denn das nachladen? Beim Fahrzeugservice könnte man sich da vor... Ah, ne, geht ja nicht. Ich glaube, das geht gar nicht, weil bei Hubschraubern habe ich das auch versucht und das ging auch nicht. Okay, dann geht's. Mit den Flares. Mit den Flares. Also... Kann ja doch sein, dass es funktionieren wird, aber ich weiß es nicht. Ja, probieren wir es heute mal. Wir müssen sowieso in die Rebellenzone. Ja. Oh, also noch 2,4 Kilometer vom Außenposten. Ja, wir kämen eh langsam hin. Ja, warten wir kurz. Wir sind kurz vor dem Checkpoint. Da vorne ist der Checkpoint. Wir sind schon neben dem Checkpoint. Achso, ja, wir müssen ja da links fahren. Der Rest ist ja abgeschlossen. Ist doch voller Bullshit eigentlich. Ja, aber so können uns leichter die Rebellen abfangen. Ja, ja schon, aber... Warte, die hört mich bereit. Okay. Falls wer da ist. Hä, ist offen. Ja, wenn das offen ist, dann... ist alles okay. Ich verlasse jetzt den geschützten Bereich Altisch. Dahinter ist gesetzloses Gebiet. Betreten auf eigene Gefahr. Aber da war letztens zu, da habe ich mir selber aufgemacht dann. Warte mal kurz. Warum? Vertrau mir einfach. Achso, dann glauben sie nicht, dass wir durch sind, oder was? Nee, das schon. Das sollen sie auch denken. Weil die Polizei darf hier nämlich nicht agieren. Ja, aber die haben letztens beim Meth-Kochen welche festgenommen. Bei Walter White meinst du? Ja. Das dürfen sie eigentlich nicht, aber okay. Schauen Janik seine Screenshots an, oder siehst du das? Hm. Also... das ist eigentlich verboten. Solange ich weiß, ist das verboten, in die Rebellenzone zu fahren als Polizist. Weil es ist ein gesetzloses Gebiet. Wo es keine Gesetze gibt, gibt es auch keine Polizei. Ja. Aber da werden sie uns sicher auch verfolgen, sonst der Janik. Das ist so geil, wie wir es da am Flughafen, was denn, wenn wir einen zweiten Mal umgebracht haben. Er kommt auf einmal mit dem Channel einer. Wo ist er? Wo ist er? Jetzt haben wir sein Leben zerstört. Ach, man muss ja nicht heulen. Ganz im Ernst, bei TTT ist er genauso. Wenn er heult, Rage quittet er auch. Was ist das für ein Junge, Alter? Ich hab das Gefühl, dass er nur gewinnen will. Aber wir sind ja gleich mal mit Mr. Bang. Aber du weißt schon, dass das alles in Aufnahme ist, gell? Leute, ich sag bloß die Wahrheit. Nee, besser, ich sag bloß Fakten. Boah! Frameinbruch auf ein Bild pro Sekunde.
Alter, läuft bei dir. Ja, war grad. Aber da hat er glaube ich wieder einen Sonnenstand gewechselt oder so. Achso, ja. Das ist so nervig. So, noch 300 Meter, dann sind wir angekommen. Muss mal aufpassen, ob das kein Helikopter oder sowas ähnliches kommt. Und solange ich weiß, machen Rebellen unter sich auch nichts. Ach, wir sind hier. Ah, warte, da kann man, doch, da kann man längs. Hey, du da! Rebellenfahrzeug laden. Nee, geht nicht. Wart, stopp, stopp! Rebellenfahrzeug laden? Ups. Hey, den kannst du sogar dauerhaft da kaufen. Ja, nee, da steht auch dahinter, wenn du es dauerhaft drücken willst, kann nur gemietet werden. Hummingbird. Ja, das kannst du auch links kaufen, aber das kostet. Hummingbird ist voll für den Arsch. Schau. Kannst du lieber einen Mohawk kaufen, der etwas unauffälliger ist. Locken wir uns jetzt aus oder machen wir nur weiter Scheiße? Keine Ahnung. Willst du noch weiter aufen? Ist egal. Warte mal. Wieso ist Fredo als Cop drinne? What the fuck? Da sind vier Cops online. Und Elfo ist auch online. Läuft. Ja, der Janik hat jetzt alle gegriffen. Ich sag's dir, der hat jetzt alle gegriffen. Der wird's uns jagen. Ich sag's dir. Ja. Wo druckst du? Warte mal, jetzt machen wir das einmal kurz. Du druckst J und dann sehe ich Players. Ah, da. Ja, genau. Vier Polizisten sind jetzt an. Ja. Der Carsten, der Janik, der Malen und der Fredo. Genau. Ich kann dir auch die richtigen Namen von denen sagen. Also Carsten. Okay, ich habe keine Ahnung, wer Carsten war. Scheiße. Egal. Aber hier, warte, wer ist der Typ nochmal? Marlon war Admiral Duplo. Yannick, also ja, Yannick B. war Iceman. Und Fredo ist Fredo. Fredo hat nee, mal einen Steve ausgeraubt oder so. Ja, das war. Nee, das war doch jemand, das war doch hier CBM und noch jemand anderes. Ne, ist gar so. Wo fahren wir? Nee, es war Alex. Da wurde Alex ausgeraubt. Wo fahren wir jetzt hin? Boah, was heißt die Wand haben? Wollen wir jetzt einfach das Auto verstecken und sich ausladen? Dann stelle ich mal kurz Jan an, damit er mich entbannen soll. Schreibt das sicher nah. Ja, wieso? Ja, ihm gehört so. Auch der TTS. Ihm gehört auch der TTS. TTS. TTTS. Ja genau, TTTS. Verbal in Terrorist Speak. TTTS. Warte, wird auf uns geschossen? Na, ich schieß. Okay, gut, weil ich hab, bei mir war, weißt du was bei mir gerade war? Was? Du hast geschossen, aber mal kam die Kugel hinter uns. Ja, ich habe ja hinter uns gezielt. Ach so, ja, oh Gott. Deswegen, bei mir sagst du, ob du nach vorne geschossen hast, deswegen. Also. Fahren wir mal halt zum, mit so einem Ding, wie heißt der? Was ist los? Warte kurz. Zum Walter White, vielleicht ist wer dort. Oh, okay, können wir mal probieren. Da schau, wie viele Polizisten jetzt ankommen. Ja, die wissen, dass wir einfach da sind. Und wetten, ich werde gebannt. Na, glaube ich nicht. Weil wir haben es angekündigt. Ja, haben wir auch, aber trotzdem. Ja, ich sag dann sicher, dass wir es angekündigt haben. Ich müsste ja abbannt werden. Also Witches ist ja auch ein Admin. Er müsste auch auf. Ich glaub, weil das. Ja, das wird ja von Nitrate gehostet. Er schreibt mir jetzt, Witches ist da. Jetzt gibt's Pläne. Was hast du? Wer hat das? Nein, Yannick hat's mir geschrieben. Ja, sonst gehst du halt auf deren TS und erklärst das, dass wir es angekündigt haben. Ach nee, geht schon. Also Carsten war schon mal online, also der kann ja schon mal sagen, dass wir es angekündigt haben.
verstehe. Weil mir Jan was geschrieben hat. Was ist jetzt? Ich habe mal kurz Motor ausgemacht, weil manchmal hat sich der Motor bei mir erinnert, dass ein Helikopter in der Nähe wäre. Sorry Leute, das hat zu lange gedauert. Macht nix. Ach, Leute, kann ja alles rausschneiden. Ja, okay. Kannst du was reinschneiden, dass wir diesen ganzen Dings jetzt gerade so auf der Karte losgefahren werden? Ja. Warte, ich halt noch kurz an. Ja, keine Ahnung, Alter. Wirst du jetzt gebannt oder nicht? Keine Ahnung. Aber ich will mal sehen, wie Witches und das. Eine Warte, er ist der Bundespolizist. Er kann sich ja diesen Raketenwerfer-Helikopter da holen. Trotzdem ist Rebellengebiet, der darf rein theoretisch nichts machen. Ja, dürfen ja auch nicht. Aber das mit Walter White, das. Eine gute Idee eigentlich. Also wir dürfen jetzt keine Zivilisten RDM. Das haben wir jetzt mal nicht geschrieben. Nein, wir haben nur gesagt, wir führen Krieg gegen Polizisten. Genau. Na, da ist keiner. Nee, leider nicht. Mann, guck mal, wenn man schon will, dass jemand Christian Merv macht, dann machen die das nicht. Was macht man jetzt? Fahren wir mal zum. Denk mal kurz aus, ich will mal kurz was testen. Denk mal kurz aus. Daniel, bitte, bitte, ich schneide das bitte raus, bitte. Ja. Du musst kurz in den Schützensitz wechseln, weil sonst kann ich nicht umsteigen. Ach so, okay, hab. Warte mal kurz. Oder jetzt. Ah, du kannst das sieht. Voll. Hast du? Kann ich irgendwie nicht. Kannst du als Fahrer? Noch. Ja. Na, steig mal kurz als Fahrer ein. Warte, geh mal kurz aus. Jetzt wieder rein. Magst du mal? Oh, warte, Fail. Also, ich weiß, das ist ja voll gefällt mit dem Elfred, mit dem. Admin Mesh. Das Töten von Spielen in einer Safe Zone verstößt gegen Serverregeln. Wem wurde das jetzt geschrieben? Mir. Das ist mir geschrieben worden. Wieso das war nicht in einer Safe Zone. Admin Message. Du musst jetzt mal schreiben. Wie kann ich jetzt schreiben? Schreib mal hin, wir haben keine Zivilisten getötet. Ja, aber wie? Oh Gott, das ist ein Polizist! Fahr, das! Das ist Carsten, das ist Carsten! Da! Die dürfen doch nicht einer! Fahren wir mal ein bisschen. Jagen wir ihn. Jetzt Lust dazu. Ja, warte, der war rechts von uns. Wir müssen. Fahren wir in den Wald rein. Nicht in diesen Wald, sondern weiter geradeaus. Nicht in den Wald. Fahren wir geradeaus. Weiter oben. Siehst du am Berg? Ja. Und der Flucht einfach auch neben bei uns, Alter. Ist ja egal, wenn wir draufgängen. Sie können uns nicht festnehmen. Na klar. Na, wenn wir draufgängen, nicht. Also wenn das Auto explodiert, dann ja. Dann ja. Ja, dann bleiben wir so lange drin, bis das Auto explodiert. Ja, nee, wir können es ja rausschießen. Ja, dann sind wir tot. Nee, mit Gummi geschossen. Na, kann es nicht, sie können die Scheiben da von dem nicht hinmachen. Ja, genau, fahr jetzt da oben rein. Das hat aber nur. Da gehst du wieder als Schütze ran und nicht wieder als Fahrer. Ja. Okay?
Ja, den Admin. Dass das keine, dass wir keine Zivilisten getötet haben. Keine Spieler haben die. Bei mir haben die keine Spieler hingeschrieben. Guck, der Helikopter ist über uns. Also hörst du das? Na, was? Geh noch vorn. Warte, du hast jetzt wirklich keinen Helikopter. Da hinten rechts von uns. Geh nach vorn. Okay. Bist du am Schützenplatz? Ja. Alter, ich bin rausgegangen. Ich sehe einen Helikopter. Ja? Ja. Fliegt er zu uns? Ich weiß nicht. Er ist jetzt hinter den Berg, glaube ich. Ich weiß, warte mal, ich fahr mal weiter weg. Ja, sein Motor geht aus. Ja, ist gelandet. Warte mal, sag mir nicht, dass wir Zivilisten sind. Wenn Zivilisten sind, erstmal ausrauben. Oder ist er, warte, was ist denn das für ein Helikopter? Warte mal. Der Polizist, schieß drauf! Schieß drauf! Da ist aber drin, ich schieß drauf. Munition aus. Okay, fahren wir. Fahren wir, jetzt müssen wir nicht wegfahren. Jetzt müssen wir wirklich weit fahren. Carsten! Er ist also Koffer, was rennt er denn da eine, Alter? Jetzt einmal ohne Schmäh. Hat er dir geschrieben? Ha? Hat er dir geschrieben? Ja. Was hat er gesagt? Ja, wir hatten Yannick B im Haku. Alter, ohne Scheiß. Yannick ist so ein Wichser. Wieso? Ja, er heult jetzt. Guck mal, Carsten heult mir nicht eine Sekunde lang. Mhm. Heult nicht mal eine Sekunde lang. Yannick B. Ja, ich wurde getötet. Ja, mhm. Nee, das geht mir echt auf den Nerven, der Typ, Alter, langsam. Das geht auch rauscutten. Das war wieder so ein kleiner Rage-Bild. Ja, ja, das. Ich glaube, das wird irgendwie voll das gecuttete Video, kann das sein? Ja. Oh Gott. Oh Gott, die wissen das jetzt. Scheiße, wir müssen aus der Rebellenzone raus. Ich hab keine Munition mehr, wir können nichts mehr machen. Egal, wir können noch fahren. Und wenn nicht, dann müssen wir raus. Oder wir gehen jetzt. Warte mal, wo gibt's einen Tauchzubehör? Ich kaufe ein Boot. Ja, das ist meine. Ich glaube, das ist das Letzte, was meinen, dass wir tun. Ja. Wo ist denn das Nächste? Ja, müsste man, das ist, glaube ich, Gut, Nechori. Ist ein Stück, geil. Ja, ich weiß. Sehe ich gerade auch. Na, da kennen wir, na, das kennt man aber alles durch, Ding, außen rumfahren. Durchs Land. Müssen nicht draußen fahren. Ja, ich weiß. Ach, scheiße, die Teile sind ja zu. Willst du dann kurz rausgehen? Ja. Weil du kannst ja sowieso nicht mehr schießen. Und wie schnelle Flucht kann ich da dann losfahren? Mhm. Er müsste aber auch den Ilfrit versenken. Warum? Ja, damit sie nicht wissen, dass wir mit dem Boot losgefahren sind. Ja, das können wir dann kurz vor dem Dorf machen. Ja, nee, beim Boot. Ich fahre einfach beim Boot hinten einfach mitten ins Wasser rein. Ja. Ist schon die Polizei da? Okay, komm, mach schnell auf, mach schnell auf. Auf der linken Seite beim Klotz da. Lauf. Ich geh aber trotzdem wahrscheinlich wieder in den Gunner sieht, damit die Ja, dich umschauen kannst, klar. Hier wieder ein Helikopter. Oder? Bin mir gar nicht sicher. Aber Carsten wurde schon mal gekillt. Doch wieder. Sind sie jetzt? Doch wieder. LOL. Warte mal. Was ist los? Wow, warte mal, wieso wurde es getötet? Keine Ahnung. Warst du nicht mal richtig drin? Wo war's denn? Ah, ich hab. Scheiße! Ich hab versehen die Leertaste gedruckt. Was du jetzt machen? Ja, du bist jetzt immer nicht mehr auf der Wantliste, ja. Ich darf jetzt noch ein bisschen flüchten. Zwei Polizisten habe ich getötet und zwei Fahrzeuge habe ich vernichtet. Wie kann ich jetzt eigentlich an Admin wieder zurückschreiben? Einfach sende Admin. Bei was? Wie was?
Ich bin wieder Server-Admin. Ganz im Ernst, Yannick kann erst nicht spielen. Ich glaube, er war sogar noch online, als ich ihm die Nachricht geschrieben habe. Ich glaube, ich war sogar noch online. Ich meine er. Ich weiß es nicht. Weißt du, wie das enden wird? Ich komme online, bin nicht mehr gesucht. Was ist? Ich sehe Yannick. Yannick, das ist nicht. Betten? Mhm. Betten? Ich glaube, dass das auch so wird. Jetzt haben wir sein Leben zerstört. Ach, man muss doch nicht heulen. Ganz im Ernst, bei TNT ist er genauso. Wenn er heult, Rage quittet er auch. Was ist das für ein Junge, Alter? Das Gefühl, dass er nur gewinnen will. Aber wir sind ja gleich mit Mr. Bang. Aber du weißt schon, dass das alles in Aufnahme ist, gell? Leute, ich sag bloß die Wahrheit. Nee, das sagt, ich sag bloß Fakten. Boah, Redo. Genau. Ich kann dir auch die richtigen Namen von denen sagen. Also, Carsten. Okay, ich hab keine Ahnung, wer Carsten war. Scheiße. Egal. Aber, Warte, wird auf uns geschossen? Na, ich schieß. Okay, gut, weil ich hab. Bei mir war, weißt du, was bei mir gerade war? Was? Du hast geschossen, aber mal kam die Kugel hinter uns. Ja, ich hab ja hinter uns gezielt. Achso, ja, oh Gott. Ja, wir hatten Yannick B am HQ. Alter, ohne Scheiß. Yannick ist so ein Wichser. Wieso? Ja, er heult jetzt. Guck mal, Carsten heult mir nicht eine Sekunde lang. Mhm. Heult nicht mal eine Sekunde lang. Yannick B. Ja, ich wurde getötet. Ja, Nee, das geht mir echt auf den Nerven, der Typ, Alter, langsam. Das könnte auch rauscutten. Das war wieder so ein kleiner Rage-Bild. Ja, das. Ich glaube, das wird irgendwie voll das gecuttete Video, kann das sein? Ja. Oh Gott, die wissen, dass die jetzt... Scheiße, Mr. Rebell...